Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um diese Sommerfrisur, nämlich ich zeige euch, wie man einen Fichtkrebszopf flechtet. Und vielleicht kennt der eine oder andere das noch nicht und deshalb, ja, bleibt dran und viel Spaß bei diesem Video. So, ihr teilt eure Haare in zwei gleich große Partien auf und nehmt die äußere Strähne von der einen Partie, legt sie über die Strähne und legt sie der anderen Partie hinzu. Also äußere Strähne nehmen, dann über die Haarsträhne drüber auf die andere Seite, also genauer gesagt die Innenseite der anderen Haarsträhne. Und das macht ihr den kompletten Zopf entlang. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Der Link steht unten in der Infobox. Und ja, ich würde sagen, bis nächste Woche. Tschüss!